Der Literaturclub mit Lüthi Balmer-Stocker, ihrem Buchhaus.ch. Zählen Sie sich zu den Glücklichen oder sorgen Sie sich um Ihre Arbeit, um Ihre Kinder, Ihre Beziehung? Christine Wilkau beschreibt in ihrem Roman, wie es sich anfühlt, wenn alles ins Rutschen kommt. Darüber diskutieren wir jetzt im Literaturclub. Wie kommt der da hin? Der Literaturclub aus dem Papiersaal Zürich. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Literaturclub. Ich begrüße Sie zu unserer letzten Ausgabe vor der Sommerpause. Wir möchten die Gelegenheit gerne nutzen und Ihnen ein paar Bücher ins Gepäck legen, die wir nicht nur für lesenswert halten. Man darf sich auch getrost darüber streiten. Begrüßen Sie ganz herzlich mit mir die Kritikerrunde von heute Abend. Hildegard Keller, Professorin für deutsche Literatur in den USA. Martin Ebel, Literaturchef beim Zürcher Tagesanzeiger. Und Rüdiger Safranski, Philosoph, Literaturwissenschaftler und Autor. Martin Ebel, welches Buch haben Sie für die Sendung heute Abend ausgewählt? Ich habe mitgebracht von Christine Wilkau, Die Glücklichen. Das ist eine Debütantin, eine junge Autorin aus Deutschland. Und darin geht es um ein Paar, das ein Kind hat und von dem beide ihre Arbeitsstelle verlieren. Und was das mit diesen beiden Leuten macht, davon erzählt das Buch. Rüdiger Safranski. Ich habe das Buch von Gila Lustiger, Die Schuld der Anderen, ein Kriminalroman, ein politischer Thriller und genau für den Urlaub. Ich habe den seitenstarken Roman aus Amerika mitgebracht von Siri Hustvedt, Die gleißende Welt. Darin geht es um ein Wahrnehmungsexperiment und das Labor ist das heiße Pflaster der Kunstwelt. Ich habe einen Familienroman ausgewählt, der Leuchtend blaue Faden, geschrieben hat ihn die US-amerikanische Bestseller-Autorin Ann Tyler. Genau das Richtige, wenn man Muße hat zum Lesen, sich Zeit nehmen kann für die Sorgen der anderen. Außerdem sprechen wir über Lebensstufen von Julian Barnes, ein bewegendes Buch über den Verlust seiner Ehefrau. Wenn ich die Neuerscheinungen für die Sendung prüfe, dann lese ich immer so jeweils die ersten 20 Seiten und dann weiß ich in der Regel, ob ich weiterlesen will oder lieber nicht. Und dann kam dieses Buch auf meinen Schreibtisch, Ann Tyler, der leuchtend blaue Faden. Und ich begann zu lesen und ich las und ich las und ich las und plötzlich war ich, ohne es zu merken, auf Seite 100. Das ist ziemlich bemerkenswert. Vielleicht liegt es daran, dass Ann Tyler einfach mitten hinein ins Geschehen springt. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir schauen durch einen kleinen Spalt in das Elternschlafzimmer der Familie Witschenk in Baltimore. Thomas Saarbacher liest für uns den Anfang des Romans in der Übersetzung von Ursula Maria Mössner. Im Juli 1994 bekamen Red und Abby Witschenk spätabends einen Anruf von ihrem Sohn Danny. Sie machten sich gerade bereit, ins Bett zu gehen. Abby stand im Unterrock an der Frisierkommode und zog eine nach der anderen die Haarnadeln aus ihrem aufgelösten, sandfarbenen Knoten. Red, ein dunkelhaariger, hagerer Mann in gestreifter Pyjamahose und weißem T-Shirt, hatte sich soeben auf die Bettkante gesetzt, um seine Socken auszuziehen. Als das Telefon auf dem Nachttisch neben ihm klingelte, war daher er derjenige, der abnahm. Witschenk, sagte er. Und dann, ja, hallo. Abby wandte sich vom Spiegel ab, beide Arme noch hoch erhoben. Was soll das? Sagte er, ohne Fragen zu klingen. Hä? Sagte er. Was zum Teufel, Danny? Abby ließ die Arme sinken. Hallo? Sagte er. Warte, hallo, hallo. Er schwieg einen Moment, dann legte er den Hörer auf.
Was ist? Fragte Abby. Er sagt, er ist schwul. Was? Er hat gesagt, er muss uns mitteilen, dass er schwul ist. Und du legst einfach auf? Nein, Abby, er hat zuerst aufgelegt. Ich habe bloß gesagt, was zum Teufel, und er hat aufgelegt. Klick, einfach so. Oh, Red, wie konntest du nur, jammerte Abby. Sie wirbelte herum und griff nach ihrem Bademantel, einem Chenille-Teil von undefinierbarer Farbe, das einmal rosa gewesen war. Sie wickelte sich hinein und knotete den Gürtel fest zu. Was ist nur in dich gefahren, so etwas zu sagen, wollte sie wissen. Das war doch nicht so gemeint. Wenn man derart überfallen wird, sagt man doch unwillkürlich, was zum Teufel, stimmt's? Abby raufte sich die Haare, die ihr in die Stirn fielen. Ich habe damit doch nur gemeint, erklärte Red, was zum Teufel denn noch alles, Danny? Was lässt du dir als nächstes einfallen, um uns zu ärgern? Und er wusste, dass ich es so gemeint habe, glaub mir, er wusste es. Aber jetzt kann er wieder mir die Schuld an allem geben, meiner Engstirnigkeit oder meiner Rückständigkeit oder wie er es sonst nennen will. Er war froh, dass ich das gesagt habe. Darum hat er so schnell aufgelegt. Er hat die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass ich was Falsches sage. Na gut, meinte Abby und wurde praktisch. Von wo hat er angerufen? Ja, woher soll ich wissen, von wo er angerufen hat? Er hat keine feste Adresse, hat sich den ganzen Sommer nicht gemeldet, hat schon zweimal den Job gewechselt, soweit wir wissen, wahrscheinlich sogar öfter, ohne dass wir es wissen, ist 19 Jahre alt und wir haben keine Ahnung, wo er sich in der Weltgeschichte rumtreibt. Da muss man sich doch fragen, was da nicht stimmt. Thomas Saarbacher. Ja, was stimmt da alles nicht im Hause Witschenk? So viel kann ich an dieser Stelle vielleicht schon verraten. Das Coming-out des Sohnes ist in der Tat eine falsche Fährte. Dieses Sorgenkind Danny gefällt sich einfach in der Rolle des Provokateurs und experimentiert gerne mit den Gefühlslagen seiner Eltern und seiner Geschwister. Oder wie es seine Mutter irgendwann mal so treffend auf den Punkt bringt, da sagt sie: Man ist nur so glücklich wie das Unglücklichste der eigenen Kinder. Und die eigenen Kinder, das sind noch drei weitere Geschwister neben Danny, darunter der vorbildliche, angepasste Vorzeigesohn, der sich wiederum für das Wohl seiner Eltern zuständig fühlt. Es geht in diesem Familienroman letztendlich um alles, was Familienleben ausmacht. Es geht um Liebe, um Eifersucht, um Kompromisse. Es geht um Rollenzuschreibungen, um Lebenslügen. Das Buch ist die Chronik einer Familie über drei Generationen, Großeltern, Eltern und Kinder, gegründet auf der Legende einer großen Liebe, die sich dann bei näherer Betrachtung, wie so vieles in diesem Buch, als Trugschluss erweist. Ein echter Page-Turner, finde ich. Eine gute Geschichte gut erzählt, oder Hildegard Keller? Page-Turner? Ja, schön wär's. Ich mag Page-Turner, für mich war es keiner, aber natürlich, wenn ich es gehört hätte in dieser wunderbaren Darbietung von Thomas Saarbacher, möglicherweise als Hörbuch. Man bekommt ja gleich mit, dieses Buch lebt von Konversation und leider ist das Buch halt sehr viel stiller. Ja, man muss diese ganzen Gespräche, es sind sehr viele Familiengespräche, muss man nachlesen. Und dieser ganze Klang, auch dieser Familien-Mief, also vieles von dem, mich hat das gar nicht besonders angesprochen. Die Mutter, diese Abby, die ist sehr lebenswarm gezeichnet. Und die hält irgendwie das Ganze zusammen, finde ich. Und spannend ist auch ihr Schicksal dann, wie sich allmählich in ihrem Gedächtnis Lücken abzeichnen, eine Krankheitsgeschichte. Aber es sind auch diese Lücken, die mich eigentlich immer erinnert haben, was die Enge ausmacht. Ich hätte mehr Lücken gewollt. Dieser Text ist sehr dicht gestrickt. Mir kam es ein wenig vor wie ein Korsett, diese Familienenge. Ich glaube, es ist alles wie ausbuchstabiert. Die lässt nichts offen, diese Autorin. Es ist alles super genau, toll beschrieben, aber viel zu genau. Ich kann nicht mitarbeiten als Leserin. Die Dialoge, haben Sie die hören können oder waren die Papieren, so wie Hildegard Keller sagt? Also,
Ich muss ehrlich sagen, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich hatte die Autorin noch nicht gekannt, Ann Tyler. Da habe ich mich schlau gemacht. Ist ja offenbar in der amerikanischen Szene für jüngere Autoren ist ja ein ganz großes Vorbild. Ja, sie ist auf eine Epikerin der Normalität. Ja? Genau. Und ich muss sagen, mich zog das Buch immer stärker hinein. Es ist wirklich nicht so, dass es da besonders aufregende Ereignisse gibt. Man merkt im Übrigen auch, dass es geht ja da auch über drei Generationen, dass die amerikanische Geschichte im Mittelwesten dann doch irgendwo im Windschatten der großen Geschichte lebt. Denn es ist sehr ruhig. Es gab mal einen schönen Film, der hieß Das Leben ist ein langsamer Fluss. Ja? Und so kam mir das auch vor. Das Leben ist ein langsamer Fluss. Und da sind die Generationen, im Mittelpunkt steht eigentlich ein Haus. Ja, genau. Und in dieses Haus kommen die einen rein und am anderen, und dann nach drei Generationen verlassen sie wieder das Haus. Das Haus ist der heimliche Mittelpunkt. Und die Menschen sind sterblich, das Haus ist ein bisschen unsterblicher als die Menschen darin. Und so ist, mit einer Anteilnahme habe ich diesen Roman eigentlich gelesen und dachte, ja, wenn man unaufgeregt über das Leben schreibt, ohne Klimmzüge zu machen, um irgendwas Spannendes sich auszudenken, dann muss man so schreiben. Eigentlich habe ich die Autorin bewundert. Sie gibt natürlich dem Alltäglichen, dem Banalen einen literarischen Platz, ohne es klein zu reden. Ja, also Rüdiger Safranski hat es jetzt sehr moderat und sehr wohlwollend vorgestellt. Ich kann da auch nicht grundsätzlich widersprechen. Aber mein Leseeindruck ist ähnlich wie der von Hildegard Keller. Ich finde es ein sehr konventionelles Buch. Es ist eine klassische amerikanische Familiengeschichte. Familiengeschichten in Amerika kultivieren ja das Zusammengehörigkeitsgefühl und zeigen dann aber, dass diese Familie doch von Rissen durchzogen ist. Und dann gibt es halt die klassischen Figuren, die immer vorkommen. Der Patriarch, der eigentlich keiner ist, das schwarze Schaf, das so ein bisschen dazugehören will, aber dann doch nicht. Und hier haben wir dann noch die dritte Figur, nämlich den Adoptivsohn, der überkompensiert, der also das vorbildlichste Mitglied dieser Familie Witschenk wird, obwohl er ja eigentlich gar kein echter Witschenk ist. Und diese Frage, was ist ein echter Witschenk, die bewegt ja diese Familie. Es ist eine sehr durchschnittliche Familie, die sich aber für etwas Besonderes hält, genau, wie jede Familie. Und es ist die Aufgabe der Literatur, dieses Besondere zu zeigen. Und das fehlt mir ein bisschen. Also ich habe den Eindruck, diese Familie habe ich schon mal irgendwo anders gelesen. Ich habe sie schon mal in einem Film gesehen, vielleicht noch in einem anderen Buch. Und dieses, was Sie als nicht als Makel sehen, dass es nichts Aufregendes gibt, das hat mich doch ein bisschen gestört. Also es gibt ein paar ironische Pointen in dem Buch. Nicht? Also dass man sagt, der Gründervater, ja, der Gründervater liegt nicht im 17. Jahrhundert, sondern es ist halt Amerika, das ist der Großvater, das ist dieser, und der heißt auch noch Junior. Das ist eine ironische Pointe, die mir gefallen hat. Es gibt keinen Senior, sondern es fängt gleich mit Junior an. Genau, eine sehr junge Familie. Ich finde allerdings, dass es vielleicht genau der Moment ist, es ist nichts Besonderes und trotzdem machen sich überall in diesem System Familie mit all den Rollenzuschreibungen, es gibt das schwarze Schaf, es gibt den angepassten Sohn und immer wieder kommen Brüche zutage. Es ist ja nicht so eindeutig. Auch der angepasste Sohn wendet sich irgendwann ein bisschen ab von seinen Eltern, weil er hinter eine Lüge kommt, die ihm seine Mutter aufgetischt hat, die er allerdings erst erfährt, nachdem sie gestorben ist. Wie durch einen Zufall, als er das Zimmer aufräumt. Das heißt, überall verstecken sich kleine Intrigen, es verstecken sich Lebenslügen, die entweder zutage treten oder nicht. Und dieses Hin und Her zwischen dem Glück und dem Unglück, was eine Familie ausmacht und auch der Zerfall. Was passiert, wenn eine Familie älter wird? Man hat nur noch Erinnerungen daran, an die Zeit, wie man gemeinsam miteinander gelebt hat. Das finde ich ist wirklich etwas, was berührt, was man vielleicht schon tausendmal gelesen hat, aber nicht in dieser Form. Mit Dialogen, die, finde ich, genau das Gegenteil, die wirklich aus der Welt, also lebensnah sind, wie selten etwas, was ich gelesen habe. Ich finde, man hat es jetzt auch gemerkt in der Lesung. Es ist schnell, es ist rasant, es ist sehr lebendig. Und was, glaube ich, dazu kommt, ist eben dieses verbindende Element des Hauses und
das und die Konstruktion, in die Anne Tyler das Ganze versteckt. Sie fliegt wie ein Adler über die Familie, sie erzählt die Geschichten von ganz oben, von ganz weit weg und dann stößt sie runter und nimmt die Froschperspektive ein. Es gibt eine Szene, da versammeln sich alle vier Kinder im Hause der Eltern. Beide Eltern fangen wirklich an zu altern. Die Mutter ist leicht dement, redet von einem Sprung in der Rille der Schallplatte, setzt aus und setzt woanders wieder ein. Der Vater kümmert sich nicht mehr um das Haus und diese vier Kinder versuchen nun, die Eltern davon zu überzeugen, dass es eigentlich Sinn machen würde, auszuziehen. Und die Eltern weigern sich. Und diese Dialoge, diese Szene, zuerst freut sich die Mutter und sagt, ah, seid ihr alle vier mal wieder da, ohne eure Familien, wie schön. Und dann kommen plötzlich so, ja, also das finde ich ist wirklich, das habe ich so noch nie gelesen. Also es ging mir auch so. In diesem Gleichmaß. Der Roman hat tatsächlich so eine große Ruhe. Das hängt auch mit der Erzählerstimme zusammen. Die Erzählerin, die hat so eine mittlere Distanz. Manchmal stimmt, manchmal so eine Draufsicht, aber sie ist so ziemlich dicht an den Personen, aber auch wiederum nicht zu dicht. Ja? Das ist eine, und das ist im Übrigen auch eine sehr, sehr schöne Sprache. Und ich habe mich dann wirklich gewundert, wie es ihr gelingt, die Charaktere so deutlich herauszuarbeiten. Eigentlich kommt einem das so ein bisschen wie Milchglas vor, alles so ein bisschen so farblich, so monoton. Und auf einmal merkt man, dass in dieser monotonen Farbgebung ganz deutliche Konturen sichtbar sind. So kam es mir, um mal so ein Beispiel zu wählen, gerade jetzt hier der Danny, diese Figur, ja, mit dieser ersten starken Szene, der ist dann tatsächlich so ein das ist der Einzige, der gewissermaßen richtig massiv aus dem Ruder läuft. Ja? Umso stärker wird dann kontrastiert, dass es bei den anderen sozusagen relativ normal läuft. Aber ich musste an ein Wort von O'Flaherty, glaube ich, ist das, der hat mal so schön gesagt, blickt man lange ins Normale, ist immer etwas darin. Ja? Und diese Logik, das habe ich bei diesem Roman besonders empfunden. Blickt man lange ins Weiße, ist es auf einmal nicht mehr weiß, sondern man sieht lauter Figuren. Und ich bin sicher, dass man diese Figuren, die man dann da entdeckt hat, weniger schnell vergisst als manche andere, die man im Lesen so zu sich nimmt. Ja? Also, Martin Ebel, lesen? Nein, lieber noch mal Jonathan Franzen, die Korrekturen. Das ist ein wirklich guter Familienroman aus Amerika. Herr Safranski, empfehlen Sie ja, das Buch zum Lesen? Ich würde auf jeden Fall ihn empfehlen. Für mich war es eine Entdeckung und ich denke, dann für ein paar Leute wird das auch eine Entdeckung sein. Hildegard Keller? Ich glaube, wir haben andere Bücher zum Empfehlen. Also zwei gegen zwei. Von einem groß angelegten, generationenübergreifenden Familienroman kommen wir nun zu einem Ehepaar in der Krise. Die Glücklichen heißt das Buch sinnigerweise. Martin Ebel, Sie haben das Romandebüt von Christine Bilkau mitgebracht. Es hat weniger Personen als der Roman von Anne Tyler und das tut dem Buch auch gut, weil man sich nämlich die Personen wirklich merken und vorstellen kann und weil es der Autorin auch gelingt, ihnen eine Plastizität zu geben, die ich im vorigen Roman etwas vermisst habe. Das hat was mit der Erzählhaltung zu tun, aber vielleicht erzähle ich erstmal, was erzählt wird. Mhm. Also es geht um Georg. Georg ist ein Journalist, er ist 40. Er wird wegrationalisiert, seine Zeitung macht ein Defizit und er wird entlassen. Er ist zusammen mit Isabel. Isabel ist Cellistin, auch nicht gerade bei den Berliner Philharmonikern, das Ganze spielt in Hamburg, sondern sie spielt in einem Musical-Theater die Cellopartie. Das ist also, die haben es beide mittelmäßig geschafft, sagen wir mal, in sogenannten Selbstverwirklichungsberufen, in Kulturberufen. Aber nun, dieses Geschafftsein ist auf brüchigem Boden, denn Georg wird entlassen und Isabel wird auch digitalisiert. Ihre Cellostimme wird digitalisiert, man braucht sie nicht mehr. Vorher ist aber schon etwas passiert, dass sie nämlich so eine Art Hemmung, einen Krampf bekommen hat, immer vor ihrem Sohle. Das heißt, sie hat sich im Grunde selber durch eine innere Hemmung aus ihrem Beruf herauskatapultiert. Was macht das nun mit diesen beiden? Davon erzählt das Buch. Die haben noch einen kleinen Sohn, sollte ich sagen.
Und Sie leben in Hamburg in einem gerade sanierten Altbau. Sehr schön, sehr gediegen. Sie gehen in Ökoläden einkaufen. Sie essen also nur das, was gesund ist, trinken nur besonderes Mineralwasser. Und all das geht jetzt plötzlich nicht mehr. Sie werden sich Ihren Lebensstandard nicht mehr halten können. Und das ist ja ein Phänomen, was jetzt nicht nur diese beiden Figuren im Roman betrifft, sondern das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Die Angst der Mittelschicht vor dem Absturz durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung vieler Berufe, die man bisher noch für unantastbar gehalten hat, weil sie eben was mit Geist zu tun haben oder mit Kunst oder mit Kreativität. Selbst diese Berufe geraten eben unter das Rad der Globalisierung und der Digitalisierung. Davon erzählt Christine Bilkau. Ist das der Kommentar zur Lage, Rüdiger Safranski? Naja, also man kann ja Literatur überhaupt einteilen. Literatur entweder von heimlichen Theologen geschrieben, ja, so wie Dostojewski, oder von heimlichen Psychologen oder von heimlichen Soziologen. Ne? Und das Buch ist auf jeden Fall von einer heimlichen Soziologin geschrieben, aber mit starker Betroffenheit, ja, und Absturz, der Mittelstand, diese Absturzängste. Ich muss aber sagen, also am Anfang dachte ich, oh je, wie komme ich da durch, ja, also, muss aber sagen, das wurde dann doch, mein Eindruck, dann doch besser, weil es auch wunderbare Szenen gab. Also das sind so Kabinettstückchen. Ja, wenn er dann hat das kleine Kind zu Hause, sie ist jetzt weg, die Cellistin, ja. Und jetzt ein Bier. Und jetzt ist kein Bier da. Und jetzt die Frage, das Kind für einen Moment lang alleine lassen und ein Bier holen im Supermarkt. Das Kind schläft. Das Kind schläft, ja, noch schläft es, ja. Und das wird nun wunderbar ausgemalt, wie er sich dann also vorstellt. Ja, er macht es ja auch, ja. Aber er stellt sich dann vor, das Kind schreit, das ganze Haus wird nervös und er kommt mit einer Bierkiste Bier an und sofort ist natürlich die Verwahrlosungsthematik da. Ja? Er lässt ein Kind verwahrlosen, ist ein Alkoholiker und so weiter. Ja? Also diese. Und das gehört in dieses ganze, so ein Kabinettstück über diese Abstiegsängste auch hier. Auf einmal sieht er das Ende der Karriere, ja, dass man zum Alkoholiker wird. Und diese begleitenden Ängste, ja, die sind mehr und mehr sehr, sehr eindringlich eigentlich beschrieben, auch immer aus der wechselnden Perspektive. Und enden dann auch wieder so, das hat mir dann auch so gefallen, in so einer Art taoistischen Haltung. Also eigentlich der größte Teil des Unglücks kommt ja daher, was man sich vorstellt, nicht was man wirklich erlebt. Also eigentlich sind sie gefoltert von der Vorstellung, sie steigen ab. Es geht ihnen aber noch gar nicht so schlecht. Ja? Und da auf einmal sich zurücklehnen und sagen, eigentlich ist das Leben ja doch noch ganz schön. Ja, so, also das kann man ja verraten, ist ja kein Krimi. Ne? Also glaub, das kann man ja. Das ist auch das Ende, glaube ich. Das steuert Ende, ja? Alles zu. Also ich empfand die Lektüre auch sehr behutsam, still, ja. Leise. Also von diesen Kabinettstückchen sind ja nicht so viele drin. Und die Lektüre, das hat mich dann aber doch reingezogen, bis man merkt, am Ende steuert alles darauf hin. Und da gibt es ja dann eigentlich auch eine Titelerklärung. Die Glücklichen, wer sind denn die Glücklichen? Die Glücklichen sind sie ja eigentlich am Ende, wenn sie dann allmählich gelernt haben, einzusehen, dass der Anspruch, dass das Leben sich nicht verändere, absurd ist, dass das eigentlich lebensfeindlich ist. Also die finden, so mühsam das klingt und so mühsam es ist, müssen die eigentlich wieder zu etwas ganz Banalem zurückkehren. Leben ist Veränderung und das fand ich schon sehr interessant, wie das glaubhaft gemacht, fand ich gut. Aber manchmal war auch sowas dabei, ich konnte mich nicht ganz des Eindrucks erwehren, dass so eine ehrenwerte, aber auch wohldosierte Larmoyanz dabei ist. Ja, also, diese Larmoyanz kommt dadurch zustande, dass die Frau Bilkau, das habe ich ja eben angedeutet, die Figuren auf eine doppelte Weise zeigt. Also zum einen erleben wir jeden der beiden von innen und da kommt diese Larmoyanz natürlich zum Tragen. Und dann erleben wir sie von außen. Also jeder durch die Brille des anderen. Jeder sieht den anderen und sieht ihn dann vorwurfsvoll. Also
Die Situation der Arbeitslosigkeit oder der drohenden Arbeitslosigkeit treibt die beiden ja auch auseinander. Und es passiert ja nichts. Also das fand ich lang verrückt, dieser Mangel an Tatendrang. Also der Georg, der die ganze Zeit Online-Portale besucht, Immobilien nach Immobilie, sich überall durchklickt, aber im Grunde genommen passiert ja nichts. Keine Tatkraft. Naja, doch. Also der Georg versucht ja, verschiedene neue Lebensentwürfe auszuprobieren. Er ist der Aktivere von beiden. Nein, er bewirbt sich ja bei Stellen. Er versucht, in eine Kleinstadt zu ziehen. Er stellt sich bei einem Werbemagazin vor. Er tut Dinge, die ihn eigentlich anekeln. Während sie sich ein bisschen kleinkindhaft beleidigt zurückzieht und sagt, wieso kann man mir mein schönes Leben wegnehmen? Und das ist die Konstellation, auf die dieses Buch zuläuft. Und ich hatte Angst beim Lesen. Ich dachte, oh Gott, hoffentlich kommt es jetzt nicht zu so einer deterministischen Katastrophe. Und das vermeidet die Autorin zum Glück. Es gibt einen offenen Schluss. Also sie haben ihn taoistisch gedeutet. Man kann auch sagen, sie sind noch in so einem Zwischenstadium. Sie versuchen zu realisieren, das Leben ist nicht immer perfekt. Es ist nicht immer gelingen. Man muss auch damit zurechtkommen, dass nicht alles so rund läuft, wie sie selber ausdrückt. Aber der Schluss ist natürlich trotzdem hoffnungsvoll. Und insofern finde ich, ist das sehr schön gelöst, weil es gibt ja noch ein Ereignis, was quasi dann im letzten Viertel, im letzten Drittel passiert. Die Mutter von Georg stirbt. Also die beiden landen zuerst, geht alles den Bach runter auf eine Art, aber natürlich passiert eigentlich gar nichts. Sie verlieren den Job, aber was das für sie bedeutet, das bedeutet für sie einen kompletten Identitätsverlust. Sie können die Brötchen nicht mehr die handgemachten Brötchen beim Bioladen kaufen, sondern sie müssen sparen. Und das ist natürlich auch ein Hinweis auf die Generation, die sich dadurch definiert, dass Bilder ausgelebt werden, oder? Es geht ihnen recht gut, nicht nur finanziell, sondern es gibt eine Altbauwohnung in einer Großstadt, es gibt ein Kind, alles ist schön und dann passiert eine kleine Wendung und plötzlich bricht alles in sich zusammen. Und dann geht es immer weiter und die beiden reden nicht miteinander, so ein sprachloses Paar habe ich wirklich auch noch nie erlebt. Und dann stirbt die Mutter von Georg. Und plötzlich ist es wie so eine Art Katharsis, wie so eine Art Läuterung. Sie bekommen die Kurve. Und natürlich ist das Ende offen, aber es ist sehr hoffnungsvoll formuliert. Es bedeutet eigentlich, das Glück tragt ihr in euch wie ein Tresor, der in der Wohnung versteckt ist, den sie nicht öffnen können, der das Ganze als Motiv durch den ganzen Roman sich zieht, der das Geheimnisvolle ist. Und das Geheimnisvolle kann entweder leer sein oder man kann das Glück in sich selber finden. Ich meine, es ist eine unterschwellige Dramatik, sah ich gerade bei ihr noch stärker, bei der Cellistin. Denn die bekommt das Zittern in der Hand. Und das ist etwas, das jetzt für eine Cellistenlaufbahn tödlich. Also das heißt, das ist wirklich erstmal grausam. Da muss sie innerlich abrüsten. Sie muss die ganzen Bilder, die sie sonst mit sich verbunden hat, Cellistenkarriere und so weiter, abrüsten. Und diese Art, sich selbst auf die Höhe der Situation zu bringen, das ist schon eine immense Zumutung. Die finde ich größer als bei Georg. Ja? Und sie irgendwie muss sie sich, und das schafft sie dann auch, befreunden mit dem Gedanken, dass aus der großen Cellistin, die vielleicht große Karriere macht, dass daraus jemand wird, der Kinder das Cello beibringt. So. Oder das andere Thema, sie müssen auf einmal lernen in einer schicken Wohnung, jetzt ein Zimmer untern zu vermieten. Ja, das sind, natürlich würde man in nicht so wohlhabenden Gesellschaften wie den unseren, würde man lachen, dass das eine Herausforderung sein soll. Aber für dieses Milieu ist das eine Herausforderung. Oder die Bio-Kiste, fand ich wunderbar, also die Bio-Lieferung, also die gesinnungsethisch einwandfreien Leute bestellen Biokost. Einmal die Woche wird das angeliefert. Alles sehr teuer, alles vom Biobauer. Ja? Und das muss jetzt auch, kann man sich auch nicht mehr leisten. Und jetzt kauft man eben doch das Gemüse beim Supermarkt. Und das alles sind natürlich Zerstörungen des inneren Selbstbildes. Ja.
Und, aber das Spannende daran ist ja, dass wir das mitverfolgen können von innen heraus, wie Herr Ebel vorhin geschildert hat. Wir sind Komplizen eigentlich des Milieus. Sie ist ja stumm, sie offenbart ja nichts von ihrem Innenleben, ihrem Mann gegenüber. Mhm. Aber wir haben das Privileg, dass wir daran teilhaben können, weil von innen heraus erzählt ist. Und das ist natürlich wir wissen auch sehr viel mehr als ihr Mann über sie. Genau. Auch in unserem nächsten Buch geht es um eine existenzielle Erfahrung. Es geht um den seelischen Absturz von Julian Barnes, hervorgerufen durch den Tod seiner Frau. Diesen Absturz und noch ganz andere verarbeitet der große britische Schriftsteller in seinem Buch mit dem Titel Lebensstufen. Wir hören jetzt eine kurze Passage in der Übersetzung von Gertraude Krüger. Es liest Thomas Sabacher. Man bringt zwei Menschen zusammen, die vorher nicht zusammengebracht wurden. Manchmal ist das wie jener erste Versuch, einen Wasserstoffballon und einen Heißluftballon zu koppeln. Man hat die Wahl zwischen Abstürzen und Verbrennen oder Verbrennen und Abstürzen. Aber manchmal funktioniert es und etwas Neues entsteht und die Welt hat sich verändert. Dann wird irgendwann, früher oder später, aus dem einen oder anderen Grund einer von beiden weggenommen. Und was weggenommen wurde, ist größer als die Summe dessen, was vorher da gewesen war. Mathematisch mag das nicht möglich sein, aber emotional ist es möglich. In jungen Jahren teilt sich die Welt, grob gesprochen, in Menschen, die schon Sex hatten und solche, die noch keinen hatten. Später dann in Menschen, die Liebe erlebt haben und solche, die das noch nicht haben. Noch später, jedenfalls dann, wenn wir Glück haben oder auch nicht, teilt sich die Welt in Menschen, die Leid erfahren haben und solche, die das nicht haben. Diese Einteilungen sind absolut. Es sind Wendekreise, die wir überschreiten. Wir waren 30 Jahre zusammen. Ich war 32, als wir uns kennenlernten und 62, als sie starb. Mein Herzblut, mein Lebensnerv. Und obwohl ihr der Gedanke ans Altwerden zuwider war, mit Mitte 20 dachte sie, sie würde nie älter werden als 40, sah ich unserem weiteren gemeinsamen Leben fröhlich entgegen. Dem Zustand, wenn alles langsamer und ruhiger wird, dem gemeinschaftlichen Erinnern. Ich konnte mir vorstellen, dass ich für sie sorge. Ich hätte mir sogar, auch wenn ich es nicht tat, vorstellen können, dass ich ihr wie Nada das Haar von den aphasischen Schläfen streiche und mich in der Rolle des liebevollen Krankenpflegers übe. Und dass ihr diese Abhängigkeit womöglich zuwider gewesen wäre, tut hier nichts zur Sache. Stattdessen herrschten von einem Sommer bis zu einem Herbst Angst, Schrecken, Sorge, Entsetzen. Zwischen Diagnose und Tod lagen 37 Tage. Ich habe versucht, nie wegzuschauen, mich immer der Situation zu stellen. Die Folge war eine Art wahnsinniger Hellsichtigkeit. Wenn ich abends aus dem Krankenhaus kam, ertappte ich mich meist dabei, dass ich voller Groll auf die Leute starrte, die nach Feierabend einfach nur mit dem Bus nach Hause fuhren. Wie konnten sie so müßig und unwissend dasitzen und ihr gleichgültiges Profil zur Schau stellen, wo sich die Welt doch gerade veränderte? Ja, der Tod seiner Frau Pat kam plötzlich und unerwartet für Julian Barnes und es dauerte Jahre, bis er darüber schreiben konnte, was dieses Ereignis bei ihm ausgelöst hat. Julian Barnes bleibt allerdings nicht bei der reinen Schilderung seiner Trauer, mehr noch, er bringt in diesem Text Dinge zusammen, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören. Er erzählt von den Anfängen der Ballonfahrt, von wagemutigen Flugpionieren, von Pionieren der Fotografie und er erzählt von der großen Liebesgeschichte zwischen der exzentrischen Schauspielerin Sarah Bernhardt und dem Abenteurer Fred Barnaby. Wie passt das alles zusammen, Martin Ebel? Es passt sehr gut zusammen und ich kann mir das Buch gar nicht anders vorstellen als so. Es hat einen psychologischen Grund. Ich glaube, Barnes hätte nicht die Passagen, die wir jetzt gehört haben, die aus dem dritten Teil stammen, gleich so schreiben können. Er brauchte eine gewisse Distanz zu diesem schrecklichen Verlust, der ihn... Ja, und
Für den Leser ist es auch notwendig, weil er sonst nämlich in ein unglaubliches Lamento hineingestoßen worden wäre, das relativ schwer zu ertragen ist, wenn wir nicht diese beiden vorgeschalteten Kapitel hätten. Und jetzt gibt es natürlich einen künstlerischen Grund, das ist der wichtigste Grund. Kunst ist ja auch etwas, was Dinge zusammenbringt, die nicht zusammengehören, zum Beispiel bei der Metapher. Das sind zwei Bilder, die sich gegenseitig, ja, zur Explosion bringen, ja, oder zur Fusion oder wie auch immer. Die ersten beiden Teile braucht Barnes als Bildmaterial. Also es wird etwas im ersten Teil beschrieben von der Ballonfahrt, im zweiten von der Liebe, was im dritten Teil metaphorisch wiederkehrt. Also die Ballonfahrt wird als Metapher für das Leben. Wir werden von Winden getrieben, wir wissen nicht wohin. Sie kennen alle die alte Metapher von dem Leben als Schifffahrt. Hier haben wir eine neue Metapher, der Ballon, der eben nicht steuerbar ist. Die Luftschifffahrt. Ja. Und die Liebe, die im zweiten Teil so eine große Rolle spielt, sagt er im dritten Teil, ist genau das Negativbild des Leides. Alles, was man bei der Liebe als positiv erfahren kann, Aufstieg, himmlische Gefühle, also die Metaphern aus der Ballonfahrt, das erlebt er dann im Leitkapitel negativ, als Absturz, als Tiefe. Es gibt auch ein ganz konkretes Bild. Am Anfang heißt es, dass ein Ballonfahrer wirklich abgestürzt und er ist mit den Beinen in ein Blumenbeet gestürzt. Die Beine sind bis ins Knie in die Erde geragt, hineingegangen und die Gedärme sind aus ihm herausgespritzt. So fühlt sich Barnes im dritten Teil. Und wenn wir diese ersten beiden Teile gelesen haben, dann sind wir auch reif für den dritten Teil. Das erinnert mich ein bisschen an ein Musikstück, wo wir erst eine Stimme haben, das ist das erste Kapitel, dann eine zweite und die bilden schon eine Zweistimmigkeit und mit der dritten Stimme im dritten Teil haben wir dann eine Harmonie. Also es ist ein langsam entstehendes Streichtrio, dieses Buch. Ganz wunderbar. Barnes benennt es ja im dritten Teil, er sagt, die alten Metaphern gelten nicht mehr, man muss sich neue suchen. Hat er das denn gemacht? Hat er sich neue Metaphern für seinen Zustand erschrieben? Ich könnte wahrscheinlich auch strukturelle Sachen sagen oder diese Frage beantworten, aber irgendwie ist es mir alles zu technizistisch. Ich finde das ein derart tiefes Buch, ein derart großartiges Buch, dass ich es anders angehen würde und in der Diskussion auch anders damit beginnen möchte. Also nicht jetzt mit Kleinteilen oder Strukturen oder wie hängt was zusammen. Ich glaube, Kunst, etwas vom Wertvollsten für mich jedenfalls, was ein Autor tun kann, ist ein Stück Leben und ein Stück eigenes Leben, intimes Leben, schmerzhaftes Leben nehmen und transformieren mit Charisma, mit einer unerhörten Gabe der Sprache und zu etwas anderem machen, das dann aus der Tiefe, aus seiner Tiefe heraus und seiner Erfahrung, seiner Verletztheit heraus zu anderen Menschen in die Tiefe hinein spricht. Und das ist ihm so gelungen, wie ich kein anderes Buch jetzt kennen würde, auf einer autobiografischen Grundlage. Und ich finde es unerhört, es ist unbarmherzig analytisch mit sich selbst, es ist nichts von Larmoyant, es hat eine Tiefe, es spart kein Thema aus. Und ich würde vor allem sagen, ja, sicher ist es ein Buch über den Verlust der Ehefrau. Aber ich würde vor allem sagen, es ist das schonungsloseste Buch über die Thematik des Selbstmords. Er beginnt immer wieder kommen die Fragen auf, weshalb lebe ich weiter? Und der einzige Grund, weshalb er keinen Selbstmord begeht, ist, dass er die Erinnerung an seine Frau töten würde. So trägt damit er die Erinnerung weiter. Und das ist unerhört, diese Kombination aus unbarmherziger Analyse und zutiefstem humanem Anliegen. Und es ist ein Buch, das bin ich überzeugt, ich bin nicht in der Lage, ich kann Gott sei Dank nicht so darüber sprechen, aber jene, die etwas Ähnliches erlebt haben, nehme ich an, die finden an diesem Buch etwas unerhört Kostbares. Ja, das glaube ich auch. Es ist das Perlenprinzip. Wie eine Muschel hat ja einen Partikel, ein Sandkorn umhüllt, und eine Perle hergestellt, ein Kunstwerk hergestellt. Mir gefällt. Trotzdem glaube ich, dass es sozusagen, also das ist ja die Verbindung zwischen drittem Teil, das Leid, die Trauer, die Erfahrung, das Persönliche und den beiden ersten Teilen, die Sie vorhin umrissen haben. Die Konstruktion, und da sind wir schon bei einer Art Technik, macht das Ganze erst zu diesem Kunstwerk und zu diesem gewaltigen, zu dieser gewaltigen Wirkung. Das wäre nur, wer steht das? Stehen die drei Teile für sich oder würde der letzte Teil auch
ohne die ersten beiden funktionieren? Naja, das ist eben die Frage. Ob der, also der dritte Teil, also da, wo die eigentliche Totenklage, das ist eine Totenklage, das ist kein fiktionaler Text dann. Das ist ein persönliches Bekenntnis und ein Ausdruck, ein Schreiben, bei dem man merkt, dass Schreiben hier eine Art Überlebenshilfe ist. Ja, das ist, hat eine ganz andere, das hat sozusagen, was das Authentische betrifft, ist das so in der Rotfärbung. Ja, das ist ein ganz heißer Text. Und ich habe mich auch, Sie haben gesagt, ja, die ersten beiden Teile mit der Ballonfahrt und so weiter, natürlich gehört das da zusammen. Aber ich meine, man kommt schon ins Grübeln. Also ich kam jedenfalls doch ins Grübeln, ob das, was ihn eigentlich dazu bewogen hat, diese Teile über die Ballonfahrt. Ich will es mal so sagen. Diese Teile über die Ballonfahrt sind übrigens eine elegante Plauderei, sehr schön über wunderbare Details, auch in dem Sinne jetzt nicht romanhaft, sondern das ist erzählt Sarah Bernhardt, ja, und die dann auch auf alle wunderbare Sachen, also sagen wir mal so, im hohen Maße artistisch. Also wir haben zwei Teile, die ganz vom Kunstwillen beseelt sind, absolut artistisch. Und dann haben wir, nennen wir es mal so, eine authentische Totenklage, die überhaupt nichts, zunächst mal für sich genommen, nichts mit Artistik zu tun hat. Doch. Augenblick. Jetzt, ich will meine Schlussfolgerung machen. Meine Schlussfolgung ist, dass es so wie wenn man sagt, also zu einem Roman gehört ein authentischer Kern und gehört Kunstfertigkeit. Und mir kommt es so vor, als würde das Buch die Komponenten getrennt servieren. Nein. Es serviert eine existenzielle Totenklage und es serviert eine extrem kunstfertige Plauderei über Ballonfahrt. Aber möchte ich das Argument von Julian Barnes anführen, nämlich von Aristoteles, und es ist mehr als die Summe seiner Teile in der Summe. Ja. Er baut ja diese Fäden, die vom Anfang, zum Beispiel das, was dieses eingerammt werden, das eine, der da in den Boden gerammt wird, alle diese Fäden, diese Motive, die baut er ja nachher immer wieder ein. Das baut er immer wieder ein, die greift er immer wieder auf. Ja. Zuerst eben das Hohe, die Erkundung des Himmels, die Erkundung des Raumes Gottes, die Fotografie, man möchte einen Moment festhalten. All diese Dinge schimmern ja im dritten Text immer mit. Ich finde, es ist auch das macht, denke ich, dann auch die Wucht dieses dritten Textes erst richtig, bringt es erst richtig zur Geltung. Und ich glaube wirklich, es ist keine Totenklage für mich. Es ist eigentlich ein überlebender Rapport. Einer, der verlassen ist, der seine wichtigste Bezugsperson im Leben hat, überlebt. Wie geht das? Es gibt auch keinen Trost in diesem dritten Teil. Es ist kein Trostbuch. Es ist kein Buch, wie es diese Selbsterfahrungsbücher gibt, wie ich meinen Mann verlor und wie ich lernte, damit fertig zu werden. Das ist es eben überhaupt nicht. Barnes hat nach dem Tod seiner Frau jahrelang Tagebuch geschrieben, um das sozusagen einfach zu bewältigen für sich, ganz privat. Dieses Buch ist überhaupt nicht privat. Es hat einen privaten Auslöser, aber es ist Kunst. Und in dem dritten Teil ist, ich würde mal sagen, fast jeder Satz ist in irgendeiner Weise bezogen auf den zweiten und auf den ersten Teil. Er erklärt eigentlich das, was ihm widerfährt, erst dadurch, dass er diese beiden anderen metaphorischen Teile geschrieben hat. Zum Beispiel im zweiten Teil sagt der Barnaby, als er von Sarah Bernhardt verlassen wurde oder verstoßen wurde, er kommt sich vor wie ein abgestürzter Ballonfahrer. Vorher, als er geliebt hat, hat er gesagt, ich höre mich leben. Im dritten Teil sagt Barnes, weil er jetzt dieses Bild genommen hat, ich höre mich nicht mehr leben. Und so geht das die ganze Zeit. Es hängt zusammen mit jedem Satz, mit jedem Motiv, mit jedem Bereich, wie ein Musikstück. Und das ist ganz wunderbar gelungen. Und ich glaube, er musste Kunst machen, um überhaupt überleben zu können. Er musste nicht Leidbewältigungsliteratur machen. Kein Trostbuch, aber ich höre eine große Leseempfehlung. Die Krisen im Leben der anderen beschäftigen uns heute, seien es die kleinen Dramen in der Familie, ein sozialer Abstieg
oder die Trauer über den Verlust des Ehepartners. Später in dieser Runde diskutieren wir über die Schuld der anderen. Ein rasanter Krimi von Gila Lustiger über eine mörderische Verflechtung von Politik, Wirtschaft und Familie. Doch zuerst zu Siri Hüstwitz neuem Roman Die gleißende Welt. Vor einigen Jahren hätte ich Ihnen Siri Hüstwitz vermutlich als die Frau des Erfolgsschriftstellers Paul Auster vorgestellt. Zumindest hätte ich es erwähnt. Heute steht sie mit ihren Romanen und Essays längst selbst im Rampenlicht. Diese Licht-Schatten-Konstellation in Künstlerbeziehungen hat Siri Hüstwedt nun in ihrem neuen Roman Die gleißende Welt zitiert. Die Ehefrau eines großen Kunsthändlers in New York will sich nach dessen Tod als eigenständige Künstlerin etablieren. Hildegard Keller, Sie haben den Roman ausgewählt. Mit welchem Kniff versucht Harriet Burden, so heißt die Hauptfigur, in der Männerdomäne Kunst Fuß zu fassen? Diesen Kniff, ja, es ist ein Kniff, es ist ein Trick. Sie nimmt ihr Leben und ihre Karriere in die Hand. Sie ist eine alternde Witwe, also um die 60. Natürlich bekannt als Witwe, nicht als Künstlerin primär. Und sie sagt, sie beschließt, ein Selbstexperiment zu machen. Sie sucht sich drei Männer, junge Männer, unterschiedlicher Art, auch die kommen aus unterschiedlichen Ecken, aus dem Kunstbetrieb, und sie übergibt diesen Männern gewissermaßen ihre Werke, dass sie unter ihrem Namen, unter dem Namen der Männer, der einzelnen Männer, also ihre Werke in die Welt hinausbringt. Und sie ist getrieben von einer unerhörten Gier nach Anerkennung, darf man, glaube ich, schon so sagen, auch aus ihrer eigenen Wahrnehmung. Es geht darum, wahrgenommen zu werden. Sie möchte endlich wahrgenommen werden. Also es ist nicht primär ein finanzielles Interesse, sondern ich möchte zur Kenntnis genommen werden als Künstlerin, was noch nie passiert ist. Und das ist natürlich ein höchst riskantes Unternehmen. Sie sucht sich diese Männer gewissermaßen als Masken. Das Motiv der Maske kommt auch immer wieder. Maske, und sie denkt ans griechische Theater. Ja, wie eine Maske, weil dort war die Maske quasi ein Instrument, mit dem man in die Welt ging und durch die Maske hindurch tönte. Aber so einfach geht's nicht. Und das Experiment scheitert. Mit jedem, mit einem jeden dieser drei Männer scheitert das Experiment. Ich glaube, das darf ich verraten, das ist nicht zu viel verraten. Aber ich glaube, in diesem Roman gibt es sehr viele Lesarten. Es gibt militante Lesarten, es gibt andere, wir kommen wahrscheinlich auf einige von denen, und das hängt auch zusammen mit der Machart des Romans. Dieser Roman ist wirklich in jeder Hinsicht ein Vielfaches. Und das hat mich auch bewogen, ihn zu wählen, weil ich es ein sehr kühnes Experiment fand, schon rein literarisch, wie sie das aufbaut, mit zig verschiedenen Arten, Notizheften, Tagebucheinträgen, Mitschnitte, Interviews und so weiter. Und wir haben eine Vielfalt von Stimmen, die zu Wort kommen. Und wir müssen das eigentlich zusammensetzen. Und das hat mir auch jetzt im Gegensatz zu Tyler gefallen. Wir müssen mitarbeiten. Es ist sehr experimentell gemacht. Die erste Stimme ist ja die von Harriet Burden in diesem Buch. Ich lese diesen einen Satz, das ist ein Zitat von ihr mal vor. Alle intellektuellen und künstlerischen Unterfangen, sogar Witze, ironische Bemerkungen und Parodien, schneiden in der Meinung der Menge besser ab, wenn die Menge weiß, dass sie hinter dem großen Werk oder dem großen Schwindel einen Schwanz und ein paar Eier ausmachen kann. Das ist ja ein doppeltes Zitat, weil im Grunde genommen ist das ein Zitat aus einem Artikel eines Herrn Brickman, aber der Herr Brickman, der stellt sich dann raus, auch als ein Pseudonym von ihr. Also es ist sehr, sehr komplex, sehr verschachtelt, aber darauf baut es natürlich auf. Sie will im Grunde genommen, sie will nicht nur wahrgenommen werden, sondern sie will auch beweisen, dass die Kunstwelt schärfer reagiert auf Männer. Ladies Art. Vielleicht kann ich das noch hinzufügen, ja, weil es was ganz Aktuelles ist. Letztes Jahr gab es diesen Film Big Eyes. Da hat einer, das war ein historischer Fall, über einen Mann, der gesagt hat, schau, du machst so schöne Bilder mit großen Augen, aber die kauft niemand. No one buys Ladies Art. Und das ist ein spannender Fall gewesen. Es hat sich dann erst im Gerichtssaal entschieden, weil er hat dann behauptet, es seien seine Bilder.
Und die liefen sehr gut. Das Geschäft war groß. Also. Ja, das eine ist der Kunstmarkt. Ich habe das Buch natürlich gelesen, jetzt jüngst in Vorbereitung auf die Sendung. Und mir ist aufgefallen, dass ja dieses Thema, was ich für eigentlich aus dem ersten Moment heraus für erledigt gehalten habe, war also derzeit unglaublichen Aufwind hat. Es gibt den Nobelpreisträger Tim Hunt, der sich über Frauen etwas machomäßig geäußert hat. Wenn du sie kritisierst, fangen sie an zu heulen. Es gibt in den Social Media Debatten von einer jungen deutschen Journalistin, die auch als Autorin jetzt in Klagenfurt auftreten wird, Ronja von Rönne, die geschrieben hat einen Text, der heißt, als Frau ekelt mich der Feminismus an. Also das Thema ist ja derzeit so aktuell wie gar nicht. Ja, es ist immer aktuell. Es war unterschiedlich aktuell. Weil Frauen natürlich immer noch nicht da sind, wo die Männer schon sind. Also deswegen gibt es immer noch einen Nachholbedarf und es gibt verständliche Kämpfe und Versuche und berechtigte Versuche, noch weiterzukommen. Das ist schon in Ordnung. Hier in dem Roman finde ich die feministische Lesart, die feministische Schicht eigentlich die schwächste und auch ein bisschen die altbackene. Weil gerade im Kunstbereich gibt es genügend Beispiele für Frauen, die nun ganz hoch angekommen sind, auch ganz teuer sind. Das wird ja hier immer gleichgesetzt. Wir können ja gar nicht darüber mehr reden, bei den modernen Kunstwerken, um die es hier geht, wie gut sind die, sondern wir können eigentlich nur sagen, wie erfolgreich sind sie und wie teuer werden sie verkauft. Und das ist ja auch das, was die Harriet Burden beweisen will. Sie will ihre eigene Kunst, die keine Anerkennung findet, in Gestalt von jungen, vielversprechenden Leuten. Einer ist dann homosexuell und ein Schwarzer oder so. Die haben eine Geschichte. Also sie hat keine Geschichte. Sie ist eine ältere Witwe, die ein bisschen lästig ist, weil sie auch viel zu klug ist. Sie hat aber keine Künstlerin-Geschichte. Sie hat die falsche Geschichte. Ja, ja. Sie hat die falsche Geschichte für den Markt. Also es gibt halt Marina Abramovic, es gibt Cindy Sherman, es gibt hier bei uns Pippi Lotti-Rist. Also es gibt genügend Frauen in der Kunst, die ganz toll rausgekommen sind. Aber wenn es nur diese Lesart wäre, dann wäre es ein für mich unbefriedigender Roman. Aber es geht natürlich um viel mehr. Es geht eigentlich darum, was ist Kunst überhaupt? Was sagt Kunst heute aus nach Warhol? Also wie können wir authentische Kunst erkennen? Hat das nicht nur was zu tun mit dem Drumherum, also mit den Kunstkritikern, mit den Preisen, ja, mit dem ganzen Shishi, dem Drumherum, dem Kunstbetrieb? Wo ist denn noch der Kern? Und das ist ja auch etwas, was wir hier machen. Ja, also wie entscheidet sich, wann ein Buch gut ist und wann nicht? Das machen wir jetzt hier diskursiv. In der Kunstwelt hat das viel stärker mit Geld zu tun. Und nach welchen Vorurteilen werden Werturteile gefällt, oder? Das ist eben noch ganz interessant, weil Sie das vorhin ansprachen. Einen Künstler, den sie sich sucht, der ist schwarz und homosexuell und das ist in einem anderen Kontext ja auch wieder mit Diskriminierung verbunden. Also da spielt sie tatsächlich alle Facetten der Minderheitenproblematik durch. Rüdiger Safranski. Also eins muss man schon sagen. Also ich habe es nicht so durchweg mit Vergnügen gelesen, weil das natürlich ein unglaublich angestrengt intellektuelles Buch ist. Nicht, dass mir das eigentlich fern liegt, aber es ist, ja, nein, aber es ist mir ein Stück weit dann auch wieder zu ausgedacht, Herr Ebel, zu ausgedacht. Ja. Aber eine Sache muss man sagen, also raffiniert ist es nur auf jeden Fall. Und zwar, das merkt man natürlich daran und deswegen auch wirklich postmodern, es ist ja so, Hildegard, du hast es ja einleitend auch erwähnt. Es gibt ganz einfach verschiedene Lesarten des Buchs. Im Buch ist das selber angelegt. Du kannst es feministisch lesen und dann ist es eine klare Geschichte. Eine Frau, als Frau setzt sie sich nicht durch, setzt sich männliche Masken auf. So, schon läuft die Chose, ja. So, aber das ist nur wirklich tatsächlich nur eine sehr schlichte Lesart, dieses Roman. Denn diese Lesart setzt nämlich voraus, dass man nur ihrer Stimme in diesem Buch, ihre Stimme im Buch ist nur eine von vielen Stimmen im Buch. Man könnte genauso gut Glauben schenken anderen Figuren. Und dann sieht die Sache nämlich auf einmal ganz anders aus. Also insofern stellt dieses Buch gewissermaßen eine Falle. Ja, wer feministisch gesinnungstüchtig ist, der liest die Primitivversion aus dem Buch raus, weil es ihn bestätigt oder sie bestätigt. Ja, aber man muss nur diesen einen hochintelligenten, alles erfunden, Kunstkritiker, der zum Beispiel beschreibt, dass die dritte Maske, ja, der Rune, dass bei dem ja überhaupt gar nicht klar ist, wer hier wen benutzt.
Die hier unsere Künstlerin glaubt, sie benutzt ihn. Aber möglicherweise benutzt er sie. Das ist die Frage. Das heißt, dieser Roman entideologisiert. Ja, gerade auch den Feminismus. Der wird entideologisiert, indem das jetzt in verschiedene Perspektiven aufgelöst wird. Und das fand ich bei diesem insgesamt schweißtreibenden Buch dann doch auch wiederum ganz unterhaltsam. Ja? Ich glaube nicht, dass ich so weit gehen würde und sagen, es entideologisiert. Aber ich glaube, tatsächlich ist es ganz wichtig an diesem Buch, dass man merkt, die Autorin, die macht allerhand Eulenspiegeleien mit uns. Und ich glaube, man muss diesem Roman hat es sehr viel mehr Ironie als Europäer normalerweise den Euroamerikanern zugestehen. Ich fand übrigens, das muss ich noch loswerden. Stichwort Eulenspiegelei. Eulenspiegelei. Das insgesamt ist natürlich passend zum Thema Kunstmarkt. Weil der Kunstmarkt, der moderne Kunstmarkt, eine einzige Hochstapelei ist. Und eine Eulenspiegelei. Ich bin ja in der Nähe von Basel, kann das ja erleben. Ja? Und da passt dieser Roman natürlich wie die Faust aufs Auge. Und auf eine Art ist natürlich der Roman an sich auch ein Kunstwerk. Durch diese Vielschichtigkeit, durch dieses Experiment, was sie macht. Ja, natürlich. Rüdiger Safranski, Sie haben uns einen Krimi mitgebracht, der so viel mehr ist als das, als eine reine Mörderjagd, Die Schuld der anderen von Gila Lustiger. Also wir haben uns ja durch diesen Roman eigentlich so ein bisschen rangepirscht ans kriminelle Milieu, weil der Kunstmarkt dazugehört, in meiner Sicht. So, Gila Lustiger, die Schuld der anderen. Gila Lustiger, die Tochter eines großen jüdischen Historikers, in Frankfurt geboren, aufgewachsen, dann nach Israel gegangen und dann nach Paris, wo sie seit 30 Jahren lebt, aber Roman in Deutsch schreibt weiterhin. Berühmt geworden durch einen Familienroman, der im Spiegel einer Familie oder mehrerer Familie das Schicksal des europäischen Judentums darstellt. So, und jetzt hat sie sich Frankreich vorgenommen. Und das ist wirklich eine, also an einer Kriminalgeschichte, wird die französische Gesellschaft beschrieben. Man kann nicht so viel von dem Roman jetzt erzählen, weil der treibt wirklich auf einen Plot zu. Der Ausgangspunkt ist nur, dass ein Mord an einer Prostituierten, der vor 30 Jahren begangen wird, jetzt auf einmal mit DNS hat man also den Mörder, den angeblichen Mörder, glaubt man gefunden zu haben. Ein sehr ehrgeiziger investigativer Journalist glaubt dem nicht, die Hauptfigur, und geht der Geschichte nach und stößt in ein immer dichter werdendes Gestrüpp aus mafiose Verstrickung zwischen Politik und großer Industrie in einem mittelkleinen Ort in Frankreich. Und am Ende läuft aber die ganze Geschichte auf einen Punkt zu, der tatsächlich extrem überraschend ist. Aber gerade den Punkt kann ich nun nicht erklären. Ja? Also ich will nur sagen, es ist wirklich ein hochspannendes Buch. Und das auch, also es ist jetzt keine große, glanzvolle Literatur. Es ist aber also ein eher journalistisch geschriebener, aber trotzdem elegant geschriebener, offenbar sehr gut recherchierter, weil die Milieus, die sie da beschreibt, die treten einem plastisch vor Augen. Also so viel erstmal. Also vielleicht kann man wenigstens noch erwähnen, ohne zu viel zu verraten, dass auf der einen Seite dieser Mord an der Prostituierten steht und auf der anderen Seite entdeckt im Laufe seiner Ermittlungen dieser Journalist, dass es ein gehäuftes Vorkommen von Nierenkrebsarbeitern in der Chemieindustrie gibt. Und wie diese beiden Stränge dann letztendlich zueinander geführt werden, dürfen wir nicht verraten, ist
finde ich, hochspannend gewesen. Das Interessanteste war daran, es sind ja doch 500 Seiten oder so. Und knapp 500 Seiten. Und ich habe jeden einzelnen Schritt, den dieser Journalist Marc Rappaport macht, nachvollziehen können. Ich fand es immer in dem Moment, wo ich gerade war, absolut logisch. Aber ich hätte nie sagen können, was vorher passiert ist, weil es dann eben doch so kompliziert aufeinander aufbaut, wie bei einer amerikanischen Serie, wo man plötzlich nicht mehr weiß, wann war was. Das finde ich ist hoch raffiniert, einfach von der Spannung, von der Konstruktion der Spannung gemacht. Und das andere ist ja der Gesellschaftsroman, den sie zeichnet, der mindestens ebenso wichtig ist wie der Krimi. Ja, heute sind ja gute Krimis Gesellschaftsromane. Das Krimi-Genre hat sich ja eigentlich in seinen Höhen dahin entwickelt, dass Wundepunkte der Gesellschaft aufgedeckt werden über das Vehikel eines Kriminalfalls. Das ist ja auch der Fall. Hier sind es sogar zwei Kriminalfälle, eben diese Chemie-Geschichte, dieser Chemiestrang, der übrigens vollkommen aus dem Leben gegriffen ist. Ja. Gila Lustiger hat sehr, sehr gut recherchiert. Dieser Konzern, der hier Nutrisor heißt, der heißt in Wirklichkeit Adiseo. Es ist alles dokumentiert, die Vergiftung der Arbeiter mit einem Zwischenprodukt, das man braucht, um synthetisches Vitamin A herzustellen. Das hat die Autorin alles recherchiert. Man kann das im Internet auch lesen. Es gibt solche Protokolle vom Betriebsarzt. Dieser Betriebsarzt kommt auch vor. Sie hat mit ihm gesprochen, sie hat mit den Arbeitern gesprochen. Sie hat wirklich 2 Jahre darum recherchiert. Und die andere Kriminalebene ist eben die Korruption von Politikern. Was mir an dem Roman sehr gut gefallen hat, ist eigentlich die Verzweiflung der Autorin, würde ich mal sagen. Ja? Krimi-Autoren, denkt man ja immer, sind so Hardboiled-Typen. Ja? Die können sich über nichts mehr aufregen, die haben alles schon gesehen und es kann immer nur noch grausamer zugehen. In diesem Buch merkt man die Wut, die Verzweiflung und auch die Hoffnungslosigkeit, dass sich in Frankreich etwas zum Guten wendet. Denn wir haben hier die Korruption der Eliten. Und wir haben auf der unteren Ebene die Hoffnungslosigkeit der Unterschicht, die in Gewalt umschlägt. Also hier werden auch reale Fälle ausgebreitet. Es gibt ja diesen jüdischen Handyverkäufer, der 3 Wochen lang von Muslimen, jungen Muslimen festgehalten und zu Tode gefoltert wurde, kommt hier vor mit wahren Namen. Also es ist eine wirkliche Wut, eine Verzweiflung, die dieses Buch durchzieht. Und das hat mich gepackt bis zum Schluss. Die einzelnen Windungen des Plots, die sind halt mal so, aber es ist toll geschrieben und es ist viel Stoff auf diesen 500 Seiten, ganz toll gebändigt. Es ist letztendlich Fiktion, Dokumentation und Reflexion im einen. Vielleicht kann man wenigstens noch anfügen, dass Gila Lustiger ja die Tochter ist des großen Historikers und Auschwitz-Überlebenden Arno Lustiger. Und diese Liebe zur Recherche spürt man da ein bisschen weiter. Ja, und jetzt möchte ich doch das Wort noch sagen. Das ist jetzt wirklich ein Page-Turner. Obwohl das Wort ist viel zu dürr. Also es ist ein unerhörter Rechercheroman, es ist ein Reiseroman, es ist ein welthaltiger Roman. Sie ist eine Meisterin des Milieus, und zwar im doppelten Sinn. Das meine ich durchaus so ambivalent. Des Milieus der Prostitution und der Schattierungen, wie ich sie noch nicht gelesen, noch nicht gehört habe. Aber dann natürlich verschiedener Milieus, von Krankenhäusern, verschiedenen Industriebetrieben, Arbeitskämpfen, Prozessen rund um Schädigungen, eben Gesundheitsschädigungen, vertuschten, unerhört Bildung, die Schulen kommen vor. Also ich fand das eine ganz, ganz tolle Lektüre. Und für mich ist es auch, ich schließe da gerne an Martin Ebel an, da ist eine Energie drin, ein Engagement drin, das hat sie auch in Interviews so ziemlich deutlich zum Besten gegeben eigentlich, dass sie, das ist ein Buch, das gegen den Widerstand, also ein Buch des Widerstands auch. Mit diesem Roman leistet sie Widerstand gegen die Indifferenz, aber auch, ich glaube auch, zum Beispiel verwendet sie immer wieder eine tolle Definition von Flatrate, Flatrate-Leben. Das Flatrate-Leben, das ist die Verquickung von Geiz und Laster. Sie hat eine zutiefst moralische Position, die aber die mehr energetisch spürbar ist als ideologisch. Die hat ganz ja eigentlich der Journalist Marc Rappaport auch anfangs. Ja. Und dann lässt er sich aber immer mehr dazu hinreißen, mit unlauteren Mitteln zu verfahren. Ich finde diese Verquickung, weil auch das Thema Familie immer wieder angesprochen wurde in dieser Sendung, mit seiner Familie,
sein Großvater, an den er sich immer wieder erinnert, der ihm eigentlich von klein auf so ein bisschen die Mechanismen der Macht vorgelebt hat. Und Marc Rapaport, der Journalist, hat sich davon distanziert und hat gesagt, ich werde investigativer Journalist, ich mache genau das Gegenteil, ich löse mich von allem. Und gleichzeitig merkt man aber durch diese Anekdoten, durch die Rückblicke, dass eben das Thema Korruption ganz stark Schuld und Vermengung untereinander, Verflechtungen ganz stark mitschwingt. Ich fand das übrigens sehr interessant. Das ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen, dass ja bei jeder Korruptionsaffäre der eine der beiden Parteien immer das Material sichern muss, um sich im Notfall, wenn es auffliegt, absichern zu können. Das heißt, man kann im Grunde genommen immer etwas finden. Es ist eine zutiefst ambivalente Figur, dieser Rapaport. Das ist eben nicht so der klassische amerikanische Filminvestigator, sondern er ist ja selbst Teil dieses Milieus, das er bekämpft. Nicht? Also er macht es sich auch ein bisschen bequem. Er recherchiert in der Oberschicht, aus der er kommt. Und er wohnt in einer Eigentumswohnung, die von seinem Großvater kommt. Er ist im Aufsichtsrat dieses Unternehmens, das irgendwie Afrika-Geschäfte macht. Das kriegt er alles ganz gut zusammen. Ja? Und dann stürzt er einen Politiker, den er eigentlich gut findet, nur um von dessen Intimfeind die entscheidenden Informationen zu bekommen. Also Korruption ist auch in diesem Journalismus fast unumgänglich, um voranzukommen. Aber da sind wir ja dann mitten und sukzessive immer mehr drin in diesem Thema, das Schuld, die Schuld der anderen. Mhm. Wir alle wollen, das ist immer die Schuld der anderen und so langsam korrodiert das und bis am Ende ist die Schuld wohlverteilt über allen Figuren und die Sühne kaum mehr möglich. Also ich glaube, man also kann schon sagen... Auf jeden Fall erfährt man in dem Roman, wie es zugeht, wenn ein korrupter Politiker mit einem Erpresser redet. Ja? Also wie diese beiden Berufszweige, ja? wenn die sich treffen, wie es da zugeht, ja? Das ist wirklich großartig. Ja? Also ich glaube, wer etwas Spannendes über Frankreichs Gesellschaft heutzutage lesen will, dem sei dieses Buch sehr empfohlen. Wer vielleicht etwas Radikales über Frankreich heute lesen will, der müsste dann zu Michel Houellebecqs Unterwerfung greifen. Aber ich glaube, das ist im Genre sehr, sehr spannend und auch sehr aktuell und relevant. Das darf man nicht vergessen. Wir kommen zu den Tipps. Hildegard Keller, was empfehlen Sie uns? Ja, ich hole mein Buch hervor. Stefan Ineichen, Cap Arcona. 1927 bis 1945. Schiffe, die bieten ja viel Stoff zum Träumen. Luxusschiffe ganz besonders. Schiffe schrieben Geschichte und haben auch immer wieder angeregt zu Filmen, Theaterstücken und so weiter. Natürlich, die Titanic ist das eine. Stefan Ineichen hat darüber geschrieben. Jetzt hat er das zweite Schiffsbuch vorgelegt. Es ist ein Sachbuch und liest sich packend wie ein Roman. Dieses weniger bekannte Schiff, die Cap Arcona, war ein Luxusdampfer auf der Linie Hamburg-Südamerika für Erstklasspassagiere, natürlich auch andere, und hat dann später aber eine weitere Karriere gehabt im Zweiten Weltkrieg als Kriegsschiff und schließlich als Gefängnisschiff und wurde dann von den Engländern zerbombt und 4600 KZ-Häftlinge in den Tod gerissen. Diese unglaubliche Geschichte rollt Ineichen mit einer Fülle von Material, von Geschichten und auch von Bildern auf. Der Untertitel sagt es, Märchenschiff und Massengrab. Das ist ein unerhört packendes Buch, wie es das Leben schrieb. Rüdiger Safranski. Ja, also ein Buch, das heißt, hat den wunderschönen Titel Alles, was leuchtet und den weniger schönen Untertitel Wie große Literatur den Sinn des Lebens erklärt. Das haben sich die Deutschen das dazu gedacht, der deutsche Verlag hat sich das dazu gedacht, ist in der amerikanischen Ausgabe heißt das gar nicht so, da heißt es nur alles, was leuchtet, also Things in the Lighting. Und geschrieben von Dreyfus, einem Philosophen, und Kelly. Und ich halte das ganz geduldig in die Kamera, weil das muss man sich merken. Das ist ein großartiges Buch, das einfach der Frage nachgeht, was sind eigentlich die elementaren Bedürfnisse, die uns zu großer Literatur hintreiben. Man könnte nämlich sagen, es gab mal die Religion, die wird schwächer
Und dann hat die Literatur die Wirklichkeit zum Strahlen gebracht. Das heißt nicht nur, dass sie jetzt heiter erscheint, sondern bedeutungsreich. Und als solches ist Literatur eine Sinnquelle und erklärt uns, warum wir sie lieben, wenn wir sie lieben. Und betrachtet die Literatur von Homer bis Moby Dick, bis Melville und Wallace. Ja? Es ist ein philosophisch schön geschrieben, verständlich, in diesem Genre einer der besten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Also unbedingt, das gibt es auch als Taschenbuch, alles was leuchtet, und dieses Buch leuchtet ganz gewiss auch. Sehr schön. Martin Ebel. Ja, ich habe ein Hörbuch oder den Schuber eines Hörbuches mitgebracht. Thomas Mann, die große Originaledition. 17 CDs im Hörverlag, gelesen von Thomas Mann selber. Was vielleicht nicht viele wissen, mancher Text von Thomas Mann ist nicht zuerst gelesen, sondern zuerst gehört worden. Er hatte nämlich die Angewohnheit, wenn ihm ein Kapitel gut gelungen war, es abends im Familienkreis vorzulesen. Und Thomas Mann war ein vorzüglicher Vorleser. Man kann sich gar nicht vorstellen, wenn man die langen Satzperioden von Thomas Mann kennt aus der Lektüre, wie man sowas eigentlich überhaupt lesen kann. Man denkt, das konnte nur Gerd Westphal. Thomas Mann konnte es sehr gut. Er hatte eine relativ hohe Stimme, hat aber wunderbar moduliert. Und eine CD hiervon ist besonders kurios. Die ist aufgenommen worden von der Tochter Erika im Familienkreis, also nicht in einem Studio, sondern eben abends bei dieser ersten Vorlesung mit einem neu gekauften Tonbandgerät. Das war in den 50er Jahren. Und man hört auch, wie Thomas Mann sich noch mal verspricht. Man hört, wie er mit dem Papier raschelt. Und es hat etwas unglaublich Authentisches. Hier ist sehr viel enthalten, was es schon mal früher gab, in anderen Editionen, aber so schön zusammengebunden auf 17 CDs. Also auch deutsche Hörer, die reden für die BBC im Krieg. Der ganze Tonio Kröger. Ausschnitte aus der Erwählte und dann auch das wunderbare Wunschkonzert, Thomas Manns Lieblingsstücke, von ihm selbst erläutert und vorgespielt. Also ich empfehle das wärmstens. 17 CDs kann nur ich toppen. Ich empfehle ein literarisches Großprojekt, nichts fürs Handgepäck, wie man sieht. Das Büro von Jeje Voskuil ist in den Niederlanden Bestseller und Kultroman zugleich. Die Leute haben sich vor Erscheinen eines jeden neuen Bandes vor den Buchhandlungen zusammengerottet, haben dort kampiert, so wie bei uns hierzulande bei Harry Potter. Jetzt ist der dritte Band von insgesamt 7 auf Deutsch erschienen, übersetzt von Gerd Busse und mit einem Nachwort von Gerbrand Backer, der alle 7 Bände schon 3-mal komplett gelesen hat. Jeder, der in einem Büro mit den lieben Kollegen arbeitet, kennt das alles. Projekte, die nie fertig werden, der Chef, der den Chef spielt, die Mitarbeiterin, die sich darüber ärgert, dass eine Kollegin die Lampe vor ihr bekommen hat. Das ist alles urkomisch zu lesen und gleichzeitig bleibt einem manchmal auch das Lachen im Halse stecken, weil man den Spiegel vorgehalten bekommt und an seinen eigenen Büroalltag denken muss. Und weil das Ganze so ausufernd ist, mache ich es kurz. Es ist ein einzigartiges Zeit- und Mentalitätsgemälde von den 50ern bis in die 80er Jahre, aber dabei zeitlos und aktuell. Eine Art Comedy Humaine des Büroalltags. Ich danke der Runde für die angeregte Diskussion. Martin Ebel, Rüdiger Safranski und Hildegard Keller. Und Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder am 15. September, dann mit Neuerscheinungen aus der Herbstsaison. Auch heute beenden wir die Sendung wieder mit einem besonderen Gedicht. Thomas Sabacher liest für uns den Sommerpsalm von Hans-Dieter Hüsch. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Im Übrigen meine ich, dass Gott, unser Herr, uns einen großen Sommer schenke. Den Familien einen Korb voll Ruhe und viele hoffnungsvolle Blicke auf Grün und Blau. Wiesen und Wasser und weiße Strände. Leise Monate. Dass er das Geschrei aus der Welt nimmt und Stille verordnet.
Dazu gehört, dass er den Kriegern das Handwerk aus den Händen nimmt und denen, die ohne Arbeit sind, die Hoffnungslosigkeit und die Mächtigen nicht zu Mafiosi werden lässt. Alle können wir daran mittun und daran arbeiten, dass das Leben langsamer verläuft, dass die Welt alle Aufregung verliert und die Menschen sich länger ansehen können, um sich zu sagen, wir lieben euch. Gott, unser Herr, möge die Stille segnen. Möge diese Stille denen überall in die Ohren blasen, die unsere Zeit noch schneller machen möchten und damit noch kürzer, noch atemloser. Gott, unser Herr, wir bitten dich, mach es. Auf dass unser Herz wieder Luft schnappen kann, unser Auge aufhört zu zappeln und unser Ohr wieder richtig hört und nicht alles vergisst. Denen, die uns dies alles austreiben möchten, möge Gott der Herr einen Blitz ins Gesäß jagen, damit sie ihr unmenschliches Tun einsehen und die Menschen seines Wohlgefallens in Ruhe lassen. Und wir wollen unseren Herrgott abermals bitten, dieses Ansinnen von uns und überall zu segnen. Und weil es sein muss, sofort und immer da. Danke und Amen. Der Literaturclub mit Lüthi Balmer-Stocker, ihrem Buchhaus.ch.